So, weiter geht's jetzt nur mit dem fünften Part. Hier habe ich jetzt im vierten einen Rohstoffvorkommen ausgebeutet. Und jetzt werde ich erstmal das nach oben bringen. Weil ich ja auch Gold, jetzt habe ich auch Gold im Inventar. Und das will ich natürlich nicht verlieren. Falls ich nur in Lava gehe und dann ist das Gold weg. Das wird nicht so schön sein. Also gehe ich jetzt mal hoch. Und lage das Gold ein und gehe nach einer Wüste suchen, bei der ich Sand sammeln kann. Und es ist schon wieder Nacht geworden, also kann ich auch erst wieder schlafen. War schon wieder eine Nacht. Gehe ich erstmal schlafen. Und ich habe jetzt vier Golddinger. Die lasse ich jetzt mal mit Kohle, habe ich auch wieder gekriegt. 60 Stück Kohle. Und erstmal das Gold abwarten, damit ich dann das Eisen reinschmeißen kann. In der Zeit könnte ich jetzt erstmal 1, 2, 3 Schaufeln craften. Drei Schaufeln. Und die Steine, die ich habe, erstmal hier wieder reinpacken. Und den Kies brauche ich auch nicht. Oh, die Truhe wird schon fast voll. Und noch ein Block. Und das Eisen reinschmeißen. Das sind 33 Blöcke Eisen mehr. Ich habe noch Eisenbarren, jetzt kommen nochmal 33 dazu. Und jetzt geht's abzusuchen nach einer Wüste. Und ich laufe immer geradeaus in diese Richtung. Immer in diese Richtung geradeaus laufen. Wenn, dann werde ich auch meine Schienenstrecke legen. Oh, Pferde. So werde ich auch Schienen legen. Zur nächsten Wüste, wenn ich sie eine finde. Da ist schon mal Sand, aber es ist keine Wüste. Sand wollte ich ja sowieso haben. Und mein Ziel war ja Sand, aber das ist einfach zu wenig. Einfach zu wenig Sand hier. Aber wenn ich das über die Zeit nicht mehr zurück nach Haus schaffe oder eine Wüste finde, dann werde ich das über Nacht weiterlaufen lassen. So ein Wald. Ist natürlich nicht mein Ziel, ein Wald. Mein Ziel ist eine Wüste. Wenn ich hier bis zum Einbruch der Dunkelheit keine Wüste finde, werde ich wieder zurücklaufen. Das ist ein riesiger Baum. Wald. Auf den Bäumen. Verletzt. Pilze. Oh, hier mit der Axt abbauen. Und auch normal. Normal. Und Pilze auch normal abbauen. Dauer was Neues hier. Mitten im Wald hier ein Pilz finden. Was ist das hier für ein Biom? Root Forest. Ah, da komme ich schon nicht mehr ran. Ah, ab und zu kommen dann braune Pilze raus. Mit Pilze und Knochenmehl kann man ja. Oh, hier ist mehr Sand, hier ist ein Strand. Da hinten ist ja, hier ist ja ein Strand, da kann man ja nicht mehr Sand holen, ein bisschen mehr davon, Sand. Ganzen, boah, Schaf, die mal weg hier. Ja. Schaf stand im Weg. Und hier sind genug Schafe, dass ich das noch züchten kann. Die werden mir nicht ausgehen. Nur dass das Schaf gerade im Weg war, das war das Blöde. Ich muss mal ordentlich Sand hier rausholen. Ich will eigentlich das Haus am Ende oder die Pyramide aus Sandstein machen.
spielt, dass man sich genug Dank bekommt. Ich glaube nicht, dass das Land hier reichen wird, aber wenn ich hier komplett dann ausgeschöpft habe, würde ich das Kopf genau brauchen. Die erste Schaufel ist schon aufgebraucht. Wasser. Die Erde hier wegmachen. Jetzt haben wir den Sand hier. Hier Erde. Hier auch über Nacht und weitermachen. Hier ist auch noch Sandstein, was ich auch noch holen kann. Und das ist auch schon wieder das Wasser, was da reinläuft. Ein ordentliches Sandmenge hier. Und da müssen wir mit einer großen Pyramide bauen. Wenn ich hier nicht schaffe, alles so schnell rauszuholen, den Sand. Ich will die Pyramide mit einem Sandstein bauen. Ich habe ja hier noch einen Sandstein. Sandstein. Kohle ist ja auch noch etwas. Oh, Sand hier. Sandstein. Oh, ist ja nur Sandstein hier. Der Sand runter von oben. Wie viel Sandstein ist hier? Ja, auch mal rauskommen. Weil ja so viel Sand ausbeute. Weil ich wurde so lange, bis hier meine Werkzeuge ausgegangen sind. Also meine Schaufeln ausgegangen sind. Und der Tag geht auch schon lange Ende entgegen. Wie lange es von hier dauert, nach Hause zu kommen. Aber ich habe mir extra das Ziel ausgesucht, weil ich nämlich immer gerade auslaufen muss, damit ich nur nach Hause sehen kann. Abbauen. Beenden werde.
das geht dann nicht mehr machen. Ne? Ja, das ist wieder See. Wieder See, das ist hier. Boah. So viel Sand hier. Ich kann aber aufnehmen. Dann kann ich nichts mehr aufnehmen. Weil das so viel ist. Oh. Jetzt setzt langsam Nacht ein. Aber wir werden noch so lange buddeln, misten oder jetzt hier noch zerhacken. Und die Spitzhacke auch ausgeht. Das ist ja bald schon der Tag 5 vorbei. Part 5 schon mit am Weiden. Oh, Sandstein. Das ist auch eine Menge Sandstein. Die ist jetzt kaputt. Ich hab noch eine. Oh, die ist nur Sandstein. Ich bin mal gespannt, wie es hier nachher aussieht. Wie ich den ganzen Strandabschnitt hier, den ganzen Sand abgeschaufelt habe. Hier kein Sand und Sandstein mehr da ist. Das wird dann erstmal meine Sandquelle sein. Sandstein. Das ist ein reiner Sandsteinblock. Ah, so viel kommt da noch. Jetzt kommt der Sand runter. Auch Sand. Überall Sand. Und sowieso ist die Spitzhacke gleich aufgebraucht. Und da die jetzt aufgebraucht ist, werde ich damit den fünften Part beenden. Und zwar